Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu King's Quest 5. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich habe mal nachgeschaut gehabt. Wir müssen tatsächlich durch die Wüste gehen. Da gibt es zwei wichtige und ich glaube einen unwichtigen Ort, wo man entdecken kann. Und da ja, muss man sich quasi durchwursteln und eine Oase nach der anderen finden. Das finde ich ein bisschen blöd gemacht. Eigentlich finde ich das nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich blöd gemacht. Man muss wirklich hier hingehen, wenn man es nicht geschafft hat, speichern, lang gehen, wenn man es nicht geschafft hat, anderen Weg gehen, bis man zu einer Oase kommt und dann ist am besten aufschreiben sich und dann sozusagen die Wüste auskundschaften, ob man was findet oder nicht findet. Ich habe mir das mal aus einer Lösung aufgeschrieben, wo wir hingehen müssen und ja, das finde ich echt blöd gemacht. Ansonsten habe ich noch nachgeschaut, wir haben bisher nichts falsch gemacht. Eine Sache habe ich vergessen, aber das können wir noch nachholen, das werde ich gleich machen. Das ist ganz gut, dass das erst passiert ist, wenn man einen bestimmten Gegenstand anscheinend hat. Aber das, wie gesagt, das werde ich jetzt gleich machen, bevor wir in die Wüste gehen. Und dann muss ich noch mal... Das war ein Zungen in der ein Knoten in der Zunge. Es wird nicht besser. Ja, was ich sagen wollte, ich wollte mich noch bei Mitch, the Busbreaker, herzlich bedanken. Der hat mir nämlich noch einen kleinen Tipp gegeben. Und zwar den Kuchen, den wir hier haben. Den unter gar keinen Umständen selber essen, aber das habe ich, glaube ich, sogar schon gesagt in der Folge, als wir sie gekriegt haben. Diesen Kuchen, diese Torte werden wir im Spiel noch brauchen. Und zwar ziemlich am Schluss vom Spiel. Und es soll auch nicht wirklich ersichtlich sein, für was wir es brauchen. Auf jeden Fall, wir werden es brauchen. Und ohne das können wir das Spiel nicht durchspielen. Das heißt, es ist ein typischer Sierra-Sackgassen. Gegenstand, den man verlieren kann, indem man zum Beispiel isst, oder den man falsch einsetzen kann und dann hat man ihn nicht und ganz am Schluss vom Spiel ist man in der Sackgasse. Ja, toll. Ich würde sagen, wir gehen erst nochmal kurz in die Stadt. Nein, im Moment nicht. Und holen noch diesen Gegenstand, den ich noch nicht habe. Ja, aber das mit diesen Gegenständen und dass man sie verlieren kann und dass es nicht ersichtlich ist, für was man sie brauchen kann, dass man sie vergessen kann oder sonst irgendwie, das finde ich doch ein bisschen, naja, ich weiß nicht so recht. Ein bisschen blöd. Aber das ist ja in diesem Spiel gang und gäbe, glaube ich. Hallo? Jetzt gehst du weiter? So, einmal noch in die Stadt rein. Ich hoffe, ich finde den Gegenstand, den wir da vergessen haben. Wahrscheinlich hätte man auch holen können, wenn wir bei Dings gewesen wären, in der Wüste gewesen wären. So. Und hier muss es, glaube ich, was sein. Ein altes Holzfass, das können wir nämlich benutzen. Und da drin sehen wir einen alten Fisch, den wir mitnehmen. Und ich habe den Ton, glaube ich, ein bisschen zu laut gemacht. Naja, gut. Das werdet ihr nicht das Problem haben. Egal. Graham greift ins Fass und zieht einen stinkenden alten Fisch heraus. So. Das ist auch wieder so eine Sache, so eine Suchsache. Du hast hier nicht, was du irgendwas anschauen kannst. Überall dieselben Beschreibungen von den Hotspots und da hast du ein Fass drin, das ein anderes Teil hat. Das ist auch ein bisschen, ja. Es ist eine Sucherei. Sagen wir es mal. Sagen wir es so. So, hier geht's weiter. Ach, Graham, du könntest auch ein bisschen schneller laufen. Wobei. Na, wenn ich das jetzt hier einstelle, aber Geschwindigkeit steht eigentlich schon fast ganz oben.
Aber dann sind wahrscheinlich auch die alle anderen schneller. Das ist vielleicht auch nicht so gut. Wir lassen es so stehen, wie es war. Dann ist nicht nur Graham schneller, sondern alles schneller, glaube ich zumindest. Und das kann je nachdem zu Problemen hier führen. Wenn man doch etwas schneller reagieren muss, vielleicht, wenn irgendwas wäre. Ja, genauso der Inn. Man geht rein, die drei Leute, und sofort ist ein Game Over. Das ist auch ein bisschen, naja, was soll ich sagen? Das Spiel finde ich sehr, sehr schwierig. Aber ich glaube, das könnt ihr auch nachvollziehen. So. Pass auf den Bären auf, Graham! So, hier machen wir lieber mal einen Quicksave. Der kommt nämlich erst, wenn wir den Fisch haben. Das ist jetzt gut gemacht. Und mit dem Fisch können wir den Bären besänftigen. Ein großer Bär scheint ungeheuer interessiert, am Honig innerhalb des alten Baumes zu sein. Nimm doch lieber den Stinkefisch hier. Ich bin Königin Birgitte, mein Herr. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie unseren Stock vor den Bären gerettet haben. Als Dank möchten wir Ihnen eine Honigwabe aus unserem Stock schenken. Holen Sie bitte eine Wabe aus dem Stock heraus. Ich verspreche, dass mein Volk Sie nicht belästigen wird. Vielleicht können Sie die Wabe auf Ihrer Reise gebrauchen. Oh, dann machen wir das doch mal. Graham fasst in den Bienenstock und zieht eine sehr klebrige Honigwabe heraus. Er wickelt sie in ein schützendes Tuch, das wir vorher nicht gehabt haben, aber jetzt haben wir es, und steckt sie in seine Tasche. So, und dann gehen wir hier weiter. Vom Ameisenhaufen aus. Ja. Ja, gehen wir nochmal auf Speichern. Schauen uns die Honigwabe nochmal an. Honig tropft aus der Honigwabe herunter. Das finde ich jetzt schön, dass das mit den Bären erst passiert ist, wenn man den Gegenstand hat. Allerdings ist es dann auch ziemlich offensichtlich, was man machen muss. Aber das war wahrscheinlich dann genauso wie mit dem Hund und diesem Termitenhaufen, wo wir den Stock hatten, um den Hund, naja, wegzuloggen, denke ich mal. Auf jeden Fall von hier aus, von der Ameisenhaufen, ich hoffe, ich habe es richtig aufgeschrieben, müssen wir 5 Felder gehen, 5-mal durch die Wüste und kommen zu einer Oase. Wie gesagt, ich hoffe, ich habe es richtig aufgeschrieben, ansonsten haben wir ein kleines Problem. Aber es sollte eigentlich von der Ameisenhaufen auch. Ameisen. Ah, verdammt. Falsch. Guckt, schon hätte ich beinahe einen Fehler gemacht. Ich habe mir aufgeschrieben Ameisenhaufen und nicht Bienen. Beinahe einen Fehler gemacht. So, hier haben wir es. Von hier aus müssen wir 5 Felder nach Osten gehen. Ah, das wäre beinahe schief gegangen. Beinahe wäre man wieder in der Wüste gestorben. Aber naja, deswegen habe ich ja auch gespeichert gehabt. Einfach nach Westen gehen. Und wir kommen sicher an eine Oase heran. Ja, das mit der Wüste, das wurmt mich ehrlich gesagt immer noch. Das ist so ein blödes. Das kann man noch nicht mal als Rätsel bezeichnen. Das ist einfach ein Trial and Error. Ausprobieren, wo die Oasen sind, wenn man keine Lösung hat. Und dann einfach das Ganze so erkunden. Von Oase nach Oase, dann nach Süden, nach Norden, nach Osten, nach Westen. Dann vielleicht mal nach Norden ein Feld, dann nach, wieder nach Osten, Westen. Und so weiter, das ist, naja, das ist tatsächlich ein Trial and Error. Da gibt es nichts, was man machen kann, um das leichter zu machen oder wie auch immer. Ich habe es gar nicht mitgezählt. Langsam müsste die Oase mal kommen. Oh, habe ich es vergeigt?
Nee, wenn es in der nächsten Dings nicht kommt, dann habe ich mir irgendwie falsch aufgeschrieben. Das wäre scheiße. Oh, wow, 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 wow. Ich hätte mitzählen sollen. Dann wäre ich jetzt sicher, ob ich es richtig bin oder nicht. Eieieiei. Okay, ich scheine es mir falsch aufgeschrieben zu haben. Mist. Mist, Mist, Mist. Dann habe ich es mir tatsächlich falsch aufgeschrieben. Ich dachte, von den Ameisen, von den Termiten geht's 5 nach Ding rüber. Vielleicht doch vom Bienenstock. Das war ja der Bienenstock. Gehen wir mal von hier auf 5 raus. Vielleicht habe ich es mir irgendwie falsch aufgeschrieben. Vielleicht habe ich Bienen gemeint. Ja, das wäre jetzt ärgerlich. Also das ist das erste. Erste Bildschirm. Zweiter. Das ist dann der dritte. Und das ist der vierte. So, jetzt bin ich noch nicht sicher, ist das jetzt der richtige, wo ich hin wollte? Oder ist das ein falscher? Von dem, wo ich eigentlich hin wollte, müssten wir jetzt 3 Felder nochmal rübergehen und dann nach Norden. Es kann sein, dass es der falsche ist. 1. Zwei, drei und dann nach Norden. Schauen wir mal, ob das auch wirklich so passt. Und jetzt nach Norden. Ja, es war anscheinend der richtige. Ich habe einfach nur ein falsches Teil gehabt. Wir haben hier einen Tempel. Die Fassade eines faszinierenden Tempels wurde durch unbekanntes, altertümliches Volk in die Felswand geschliffen. Eine kleine Oase hat sich zwischen den beiden Steinen gebildet. Da gehen wir doch erstmal trinken, das machen wir doch mal. Ah, lebensrettendes Wasser, der Wein der Götter. Graham fühlt die Säfte des Lebens wieder in sich fließen. Über den Wüstenrand Sand dringt Hufklappern an Grahams Ohr. Müssen wir uns verstecken? Ein Spion, fasst ihn! Hätten wir uns da irgendwie verstecken müssen? Es hat ja lang genug gedauert. Ah, shit. Hat ja lang genug gedauert eigentlich. So. Ich sollte da gleich speichern. Das ist der zweite.
So, von hier aus nach Norden. So, es waren zwei Felder jetzt und das ist der Tempel, okay. Ich hoffe, wir finden nochmal zurück und hier gehen wir auf jeden Fall mal speichern. Sicher ist sicher, wir brauchen wahrscheinlich das Teer. Und dann müssen wir uns schauen, ob wir irgendwo uns hinter dem Felsen verstecken können oder so. Ja, das hat geklappt. Sesam, öffne dich. Okay. Ich dachte mir doch schon, dass wir uns verstecken können. Aber dass wir uns auf dem Rückweg da nicht gesehen haben, ist schon verwunderlich. Aber gut. Jetzt ist meine Vermutung, entweder es heißt, wir brauchen ja Sesam, öffne dich, um reinzukommen. Oder wir brauchen diesen Stab. Ich schätze, wir brauchen den Stab aus dem Lager. Steinstatuen von Pegasus bewachen den alten, verfallenden Tempel. Ein alter Tempel in felsigen Klippen gebaut, liegt oberhalb von Graham, der dessen Ornamente in Säulen und Friesen untersucht. Das riesige Tempeltor vor Graham sieht bedrohlich, wenngleich auch sehr verlockend aus. Sesam, öffne dich! Das Tor zum Tempel will sich nicht öffnen, vielleicht fehlt etwas. Sesam, öffne dich. Ja, wir brauchen den Stab, das dachte ich mir. Das heißt, wir müssen zum Banditenlager, das ist auch in der Wüste. Und es ist der zweite Ort, wo ich gesagt habe, wo wichtig ist in der Wüste. So. Jetzt gehen wir erstmal wieder zurück zur anderen Oase. Ich habe es mir, glaube ich, ein bisschen ungeschickt aufgeschrieben, aber ich glaube, es ist eines der besten Wege, die man machen kann. Glaube ich zumindest. Wir müssen mal schauen. So, jetzt gehen wir auf jeden Fall hierher, bis zur Oase wieder. Und dann schauen wir mal, ob wir in einen unwichtigen Ort, ich glaube, dass er zumindest unwichtig ist, machen, hingehen können. Und dann zu diesem Banditenlager gehen können. Oder was auch immer das waren. Ich denke, das sind Banditen. Wüstenreiter. Wie auch immer. So, hier sind wir wieder. Und ich würde sagen, das ist doch auch ein guter Zeitpunkt, um zu speichern und beim nächsten Mal weiterzumachen. Und dann schauen wir mal, dass wir da dass wir auch zum Banditenlager finden. Ich habe es mir so aufgeschrieben, dass wir von hier aus zum Banditenlager kommen. Wahrscheinlich ein bisschen umständlich. Ich weiß es nicht. Aber ja, wir werden es sehen in der nächsten Folge. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Anschauen und macht's gut. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss!